Abseits der großen Routen hat sich im Waldviertel ein facettenreiches Juwel erhalten. Mystische Plätze von magischer Schönheit und raue, naturbelassene Landschaften treffen hier auf modernen Zeitgeist. Romantische Städtchen, unberührte Natur und interessante Menschen kennzeichnen die aufblühende Region. Ein ungewöhnlicher Platz für eine Modenschau. Trachtendesignerin Elfi Meisselschläger bereitet ihren Auftritt im Festzelt vor. Zur Eröffnung des neuen Betriebszentrums der Waldviertelbahn in Gmünd fanden sich über 1600 Eisenbahnfans ein. Die Nostalgiebahn erstrahlt in neuem Glanz. Dienststellenleiter Herbert Frantes resümiert. Was ganz wichtig war bei der Errichtung der Bahnhofsanlage war, dass die Ausschreibung ein Gmünder Architekt gewonnen hat. Das waren zum Großteil Gmünder Firmen beschäftigt von dem Ganzen oder aus dem näheren Umfeld. Das heißt, die ganze Wertschöpfung von den 8,5 Millionen, was da investiert wurden, sind wirklich ca. 6 Millionen in der Region geblieben. Der Gmündner Architekt Gerhard Macho wagte sich an die anspruchsvolle Aufgabe, für die alten Zugsgarnituren ein modernes Betriebszentrum zu planen. Es war vorgesehen, ein Bahnhof mit Kundencenter, ein Zungenbahnhof, der auch als Remise für den Winterbetrieb gilt, und dann eine Werkstätte, wo die ganzen Anlagen, technischen Gerätschaften entsprechend serviciert werden können. Bis zum letzten Tag arbeitete die Belegschaft der Baufirma Leira und Graf auf Hochtouren, um den Eröffnungstermin zu halten. Diplom-Ingenieur Stefan Graf ist stolz auf seine Leute. Wir haben vom Spatenstich im Juni 2013 bis in den Herbst hinein über ein halbes Jahr in absoluter Rekordzeit die Leistungen für den Hochbau, für den Tiefbau und für die gesamte Elektrotechnik erbracht. Für die Waldviertler ein guter Grund zum Feiern. Die Waldviertelbahn hat eine sehr starke touristische Verantwortung. Sie ist auch erhalten worden, um in der Region Touristen eine Attraktion zu bieten. Wir haben im Jahr ca. 20.000 Fahrgäste, die einen Tagesausflug im Waldviertel machen. Eines der Zugpferde der Schmalspurbahn ist die über 50 Jahre alte Diesellok der Baureihe 2095. Fast 600 PS bringt die 30 Tonnen schwere Zwölfzylindermaschine mit ihrem hydraulischen Zweiwandler-Turbogetriebe auf die Gleise. Von den ursprünglich 15 gebauten Lokomotiven sind 13 noch immer im normalen Einsatz, zwei davon auf der Waldviertelbahn. Direkt an der Haltestelle Abschlag bei Bad Großbertholz liegt das Fasseldorf. Rund um einen Teich wurden eine Fischerhütte und insgesamt 12 BG und bewohnbare Hütten aus großen Holzfässern errichtet. Inhaber und Gastwirt Walter Hahn greift auch gerne mal selbst zur Ziehharmonika. Und gemäß seinem Motto, mit Witz, Gaudi und einer guten Musi lassen sich hier wunderbare Stunden verbringen.
Grüß Gott und herzlich willkommen auf Schloss Weitra. Mein Name ist Johannes Hartig und ich bin Verwalter dieses schönen Hauses. Schloss Weitra wurde vor 400 Jahren erbaut und ist seit dieser Zeit im Besitz der Familie Fürstenberg. Kunsthistoriker nennen es als einer der schönsten Renaissance-Arkadenhöfe nördlich der Alpen, wie Sie hier wunderbar sehen können. Im liebevoll gestalteten Schlossmuseum erwartet den Besucher ein Überblick über 800 Jahre Geschichte von Stadt und Schloss Weitra. Es zeigt den wechselvollen Werdegang der Kuenringer und der heutigen Hausherren, der Fürstenbergs. Das Schloss hat ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot. Sommertheater, Festivals, Konzerte, Lesungen, Bälle bis hin zum Adventmarkt am Ende der Saison. Der Schlosspark bietet einen schönen Blick auf das mittelalterliche Städtchen. Weitra gilt als älteste Braustadt Österreichs. Auf Schritt und Tritt stößt der Besucher auf Brauereigeschichte. 1645 gab es in Weitra 33 bürgerliche Brauhäuser, ein städtisches Brauhaus und das herrschaftliche Brauhaus, das heutige Brauhotel. Wir befinden uns hier im Keller des Brauhotel Weitra. Die Mitarbeiter der Brauerei Schrems und ich brauen seit 12 Jahren hier Biobiere, die im Rahmen der Gesundheitswelt und hier im Brauhotel angeboten werden, natürlich aus regionalen Rohstoffen aus dem Wald- und Mühlviertel. Karl Trojan ist Eigentümer der Privatbrauerei Schrems, die sich seit 5 Generationen in Familienbesitz befindet. Braugerste, die im Brauhotel weiterverarbeitet wird, stammt aus dem Waldviertel. Die stammt aus dem Bezirk Münd von Biobauern unseres Vertrauens. Die haben von uns den Auftrag, auf kleinen Flächen in einer unberührten Landschaft streng biologisch kontrolliert Braugerste anzubauen. Nach der Ernte wird das Getreide vermälzt und kommt dann als Biogetreide in unterschiedlichen Farben wieder hier in die Brauerei zur weiteren Verarbeitung. 1 Uhr nachts. Während in Weitra noch das letzte Bier getrunken wird, ist im Gmünd einer schon bei der Arbeit. Heizer Mario Hirtler. Ja, grüß euch, wir hatten den Dampflok vor für die morgige Fahrt um 10 Uhr Richtung Litschau. Das ist eine Prozedere, die dauert bis zu 8 Stunden, bis wir einen Druck von 13 Bar aneinander haben. Und jetzt machen wir der alten Dame, die 1906 gebaut wurde, Feuer. Das Flaggschiff der Waldviertelbahn, die MH1, wiegt 45 Tonnen und bringt eine Maximalleistung von 600 PS. Das alte Dampfross ist eine besondere Attraktion für Eisenbahnfans aus aller Welt. Nur 6 Stück dieses Modells wurden ursprünglich für die Mariazellerbahn gebaut. Ganz in der Nähe des neuen Bahnhofs liegt das Hotel Solefelsenbad. Wellness ist hier die Devise. Das familienfreundliche Haus ist ein guter Stützpunkt für Ausflüge in die nähere Umgebung. In der angeschlossenen Badewelt gibt es Unterhaltung und Entspannung für Jung und Alt. Ob drinnen oder draußen, Spaß pur auf 930 Quadratmetern Wasserfläche. Der Saunabereich ist einer der Schwerpunkte des Hauses. 7 unterschiedlich temperierte Saunen und Dampfgrotten ermöglichen wohltuendes Schwitzen. Saunameister Cornelius macht stündlich Aufgüsse. Ein spezieller Aufguss ist der Salzaufguss. Der findet hier in der Salzsauna statt. 8 bis 10 Minuten schwitzt man vor. Dann geht man nach draußen, reibt mit Salz ein. Dann setzt man sich rein und lässt das Salz dann wirken. Und wenn man das 1 bis 2 Mal im Monat macht, dann bleibt man frisch und knackig. Fast 2000 Kilo Kohle fasst die MH1 und 5 Kubikmeter Wasser. Das Betreiben der alten Lok ist echte Knochenarbeit. Das
So, nach einer Vorbereitungszeit von 8 Stunden ist unsere Dampflokomotive für die heutige Fahrt vorbereitet und startklar. In der Nähe des Hauptbahnhofs in Gmünd findet man die sagenumwobenen Wackelsteine im Naturpark Blockheide. Haushoch und tonnenschwer faszinieren die riesigen Granitblöcke die Menschen seit Urzeiten. Dieses erstarrte Urgestein wurde in Millionen von Jahren geformt und abgerundet. Die Plätze der Kraftarena rund um Groß-Gerungs zeichnen sich durch besondere Kraftpunkte und starke Energielinien aus. Ein Wanderweg führt entlang eines Waldbaches zur Klauskapelle. Wer dort die Glocke bei einmaligem Ziehen des Seils dreimal zum Läuten bringt, dessen Wunsch geht, laut Sage, in Erfüllung. Ein weiterer Teil der Kraftarena ist der Kierlingstein. Auf seiner Oberfläche befindet sich eine etwa 40 cm tiefe Schale, die immer mit Wasser gefüllt ist. Diesem Wasser wird der Legende nach Heilwirkung zugeschrieben. Auch soll es Schönheit verleihen. Auch der 3 Meter hohe Opferstein gibt Raum für mystische Interpretationen. Er soll in vorchristlicher Zeit für Blutopfer verwendet worden sein. Was wäre eine alte Dampflok ohne die entsprechende Zugsgarnitur? Die um die 100 Jahre alten Zweiachser mit ihren typischen offenen Plattformen und Holzbänken vermitteln nostalgisches Reisevergnügen. Im gemütlichen Jausenwagerl sorgt Annemarie Trisco für das leibliche Wohl der Fahrgäste. Also ich mache das jetzt schon 11 Jahre. Bei dem Verein, beim Waldviertler Schmalspurbahnverein. Und wir betreuen die ganzen Jausenwagen, die auf Litscher, Groß-Gerungs und Heidenreichstein fahren. Und ja, Mittwoch, Samstag, Sonntag fahren wir teilweise. Und auch Sonderzüge machen wir. Das macht recht viel Spaß. Einer der fast 1800 Teiche des Waldviertels findet sich am Fuße der Wasserburg in Heidenreichstein. Willibald Haffellner, Vorstand des Niederösterreichischen Teichwirteverbands, legt Wert auf naturnahe Karpfenzucht. Ja, das Besondere am Waldviertler Karpfen ist, dass er eben wirklich in dieser Naturlandschaft an diesen Teichen im Waldviertel heranwächst, in diesen landschaftlich wunderschönen Teichen, die ja, wie viele nicht wissen, alle von Menschenhand gebaut wurden, eben zum Zwecke der Karpfenzucht. Und wo könnte Karpfen wohl besser zubereitet werden als im ersten Haus am Platz in Gmünd? Im Hotel Goldener Stern. Küchenchef Roman Nowak weiß seine Gäste zu verwöhnen. Also unsere Waldviertler Karpfen wird frisch zubereitet, in Butter geschwenkt, mit Meersalz gewürzt, nur ganz leicht, kurz gebraten, dass das schön zart bleibt und dann mit verschiedenen Beilagen serviert. Auch Mohn spielt im Waldviertel eine große kulinarische Rolle.
Franz Populorum beliefert den Goldenen Stern mit seinen Produkten. Der Mohn ist eine alte Kulturpflanze, wie dem Waldviertel ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Wir haben einen anderen landwirtschaftlichen Biobetrieb, bauen Graumohn und Weißmohn an. Der Weißmohn ist ein nussiger Geschmack, der Graumohn ist der, den muss man überall schon kennt. Das ist ein milderer Geschmack und den verwendet man hauptsächlich das Gebäck. Und auch der Mohnschnaps macht ordentlich Feuer. Die Waldviertelbahn bietet eine Reihe von Veranstaltungsfahrten zu den unterschiedlichsten Themen. Sonderfahrten zu musikalischen Events, Westernzüge, bei denen mitten auf der Strecke eine Theatergruppe einen Überfall inszeniert, bis hin zum Erdäpfel-Express, Gulasch-Express und den Fahrten zum Weitraer Adventmarkt, der einer der schönsten des Waldviertels ist. Ein großer Schwerpunkt im Waldviertel war immer die Regionalität und hier auch vor allem in der Landwirtschaft die Biolandwirtschaft. Eine der letzten Initiativen war diese Erdäpfelregion Lenzitztal. Hier haben sich auch Gruppen Biobauern zusammengefunden und haben gesagt, das Kernprodukt des Waldviertels, der Erdäpfel, bekannt in ganz Österreich, neben dem Mohn und dem Karpfen als Lebensmittel, das muss man mehr unter die Leute bringen. Das raue Klima und der sandige Boden des Waldviertels bieten ideale Bedingungen für den Anbau von Erdäpfeln. Landwirt Josef Weiß hat sich Vielfalt und die Erhaltung alter Sorten auf die Fahnen geschrieben. Ja, in der Region Lenzitztal gibt es nicht nur Standardsorten, sondern mittlerweile werden über 40 verschiedene bunte Sorten angebaut. Und hier einige als Highlight, zum Beispiel die blaue Elise. Was ein violettes, blaues Fleisch hat. Und im Gegensatz dazu die rote Emma. Und diese bunten Sorten werden nicht nur in den regionalen Betrieben in der Umgebung, sondern wird mittlerweile auch in der Spitzengastronomie verwendet. Aber auch der ganz normale Erdäpfelpuffer erfreut sich großer Beliebtheit. Das Gasthaus Kaufmann in Litschau ist bekannt für seine vorzügliche Hausmannskost. Nicht weit hinter dem Gasthaus geht's ans Wasser. Der Herrensee und die umliegenden Freizeiteinrichtungen bieten unterschiedlichste Entspannungsmöglichkeiten. Von Bootsfahrten, Badeausflügen bis hin zu Golf und Tennis. Die Waldviertelbahn wurde vor über 110 Jahren gegründet, hat damals vor allem Güter aus der landwirtschaftlichen Gegend nach Gmünd gebracht und war sehr wichtig für die verkehrstechnische Anbindung. Allerdings dann, wie das Auto zum Normalbetriebsmittel geworden ist, ist es massiv retour gegangen. Im Mai 2001 wurde der Regelbetrieb wegen mangelnder Rentabilität von der ÖBB eingestellt. Doch das Land Niederösterreich und die Niederösterreichische Verkehrsorganisation, kurz NÖVOG, erweckten die kleine Bahnlinie wieder zum Leben. Das Unterwasserreich ist das Besucherzentrum des Naturparks Hochmoor in Schrems. In der Ausstellung und im Wassergarten stehen die Besonderheiten der Waldviertler Teiche und Moore im Mittelpunkt. Naturvermittlerin Doris Hohenbichler hat einige hungrige Mäuler zu stopfen. Ja, also hier sehen Sie unser aktuelles Findelkind, die Clara. Die Clara ist momentan gute 6 Monate alt und extrem verspielt.
Ganz im Gegensatz zu Manni, dem Zuchtbullen der Bison Ranch in Langschlag. Er wiegt 960 Kilo und ist ganz und gar kein Kuscheltier. Ich brauch nicht vom Donauturm in Wern runterspringen mit dem Bungee-Seil, sag ich, die Bison. Ich hab Adrenalin pur. Landwirt Thomas Baumgartner hat sich auf ein Abenteuer eingelassen. Er züchtet Bisons. Vorteil, sie bleiben das ganze Jahr über im Freien. Nachteil, sie werden niemals richtig zahm. Naja, wenn man Bison schlachten, gibt es natürlich mal das Frischfleisch, was wir ab Hof verkaufen. Und weiter lassen wir machen einen Bison Rohschinken und Bison Wurst machen wir. Gemeinsam mit seiner Frau Gerlinde betreibt er neben der Landwirtschaft einen Heurigen. Immer wieder gibt es dort Köstlichkeiten vom Bison zu verkosten. Der Geschmack liegt zwischen Rind und Wild und das Fleisch ist besonders mager und bekömmlich. Eine der schönsten Stationen der Waldviertelbahn liegt mitten im Wald. Die Haltestelle Bruderndorf, etwa auf halber Strecke Richtung Groß-Gerungs, dient der Dampflok als Wassertankstelle. Bis zum 26. Oktober läuft die Saison der Waldviertelbahn. Die 68 Kilometer der Strecke führen durch die landschaftlich schönsten Gebiete des Waldviertels. Wer das gemütliche Reisen noch als Ziel eines Ausflugs betrachten kann und malerische Kraftblätter, verträumte Städtchen und kulinarische Schmankerl schätzt, wird wohl um einen Besuch nicht herumkommen.